Vielen Dank. Ich kann Echsenmenschen-Runenspruch sprechen. Vor Walk Water. Ilempor. Ilempor? Ilempor. Ich glaube, das Do gehört nicht mehr dazu. Runenspruch. Ist das jetzt ein Spruch, mit dem man sich zu denen hier zurückteleportiert? Oder ist das... Das ist ein Wasserlaufspruch. Waterwalk. Ilempor. Also die Por-Rune kenne ich noch aus besagtem Online-Spiel. Das war aber primär für Feuerzauber, glaube ich. Na gut, gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. Und wenn wir irgendwo Wasser finden, wie hier zum Beispiel, dann probieren wir mal ein bisschen rum. Nein, ich wollte eigentlich das andere drücken. Nein, nicht das andere. Das da. Und dann das da. Und dann hätte ich jetzt gerne Ilem. Bett des Hoher Lorpor Ort Sankt Ilem. Ilem? Por. Wasser wandeln. Jetzt können wir auf dem Wasser viel schneller uns fortbewegen und wir können diese komischen Krabbelviecher endlich angreifen. Ja, oh. Oh. Okay. Also ja, sehr praktisch. Können wir nicht aufheben? Nee. Wir brauchen definitiv eine neue Rumpelkammer. Daran führt jetzt echt kein Weg mehr dann vorbei. Und zwar machen wir die bei dem Runtergang. Also wir gehen jetzt... Ich will den Beutel nicht hier liegen lassen. Markieren wir den Beutel einfach mal. Also hier... Beutel. Jetzt gehen wir zurück. So, Richtung Norden, glaube ich. So. Hier lang. Hier rum. Hier rum. Aber hier in der Ecke war das. Genau, hier geht's runter. Und hier ist jede Menge Platz, um Sachen zu lagern. Also, was lagern wir? Wir lagern unsere komischen Tränke, die wir nie wirklich benutzen. Die resiliente Sphäre lassen wir hier. Die Schriftrolle. Sonst hiervon nichts. Die Schriftrolle bleibt hier. Das Kettenhemd bleibt... Warte mal. Der Brustpanzer bleibt hier. Der wiegt nämlich viel zu viel. So. Und die 6 Münzen bleiben erstmal hier. So, jetzt haben wir 10 Gewicht. 12 Gewicht. Ich mach mal was. Nämlich uns nackig. So, 27... Das müsste jetzt erstmal reichen. Und so laufe ich jetzt los und sammle das ganze Zeug ein und bring's hierher. Das ist, glaube ich, ein Ticken einfacher als zigtausend Meilen hinterher zu laufen. So, wir wollen zum Zeug und wir wollen zum Gold. Und wir wollen noch zu dem Beutel. Da ist ein Echsenmensch. Nein. Nächste Abzweigung auf der rechten Seite. Hier. Dann wollten wir hier rum und dann ist hier ein Beutel. Den wollen wir mitnehmen. Dann wollen wir aus dem Wasser raus und dann an Land gucken, was drin ist. Nicht, dass wir gleich runterplumpsen. 2 Edelsteine. Das ist schon mal gut, weil die auch stapelbar sind. Und der Gierschlund, der den Stummen da gefangen hält, der will ja doch recht viel haben. Also sind stapelbare Edelsteine schon mal eine gute Sache. So, das war Nummer Uno. Beutel. Beutel kann... Machst den Beutel mal weg. So, Beutel ist weg. Zeug im Süden. Hier. Und zwar ein Trank, den wir verkaufen können. Gold. 9 Stück. Ein exzellentes Kurzschwert.
der Stock. Aber die zwei können da rein. Du kannst angezogen werden, vorerst. So. Andere Seite hat auch noch was, glaube ich. Klick. Nix. Ne, hier haben wir schon alles eingesagt. Okay. Das heißt, wir können auch Zeug löschen. Kurz mal nach Süden und gucken, was da ist. Süden. Oh, hier ist noch mehr Zeug. Du kannst kurz angezogen werden. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Hier war die... Oh. Ich glaube, es sind Pfeile. Oder Bolzen. Schön. Aber ja, das war die erste Frau, die wir umgebracht hatten. Die garstige. Und was zur Hölle? Da geht's auch runter. Kurz gucken. Hier ist gleich eine Tür, die man öffnen kann. Oh, wir sollten so in dem Zustand nicht kämpfen. Bye bye. Also zwei Runtergänge. Na gut, ist nicht so wirklich ungewöhnlich. Auf der Etage über uns gibt es ja auch zwei. Den Hauptruntergang, den wir benutzt haben. Und den hinter dem Zwergenthronsaal. Und das sind nicht dieselben Truhe-Türen wie beim Echsenmenschen. Aber das Ding hier könnten wir aufkriegen mit dem Schlüssel. Oder auch nicht. So. Okay, wir haben Krimskrams zu verkaufen. Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die es kaufen. Pika. Willst du tauschen? Tauschen? Ja. Du hast nichts. Nichts ist nicht viel. Okay, weiter nach Osten. Oh, zwei Ex-Menschen. Sehr schön. Erstmal dich. Pika. Pika. Tauschen. Tauschen? Jo. Du hast nichts. Ich soll zurück zu den Zwergen gehen. Die sind irgendwie geldfixierter. Du, komm. Pika. Ja, ich würde gerne tauschen. Tauschen? Ja. Yeah. Nein. Dein Gold haben wir schon. Dafür haben wir dir wohl mal einen Trank gegeben. Dafür ist der Typ da oben mit der Hähnchenkeule. Der bringt auch nicht viel. Oh. Kriegen wir dich vielleicht auf? Nö. So, du wieder nach unten. Und irgendwo... Oh. Das ist definitiv auch was wert. Du kannst erstmal angezogen werden. Der Beutel war leer. Okay. Also rein von der Masse an Gegenständen müssten wir jetzt genug haben. Das Problem ist halt nur, dass die alle nicht so viel wert sind, einzeln. Also wir müssten sie echt erst verkaufen. Da ist noch Loot, da ist der Fackelmann. Der Fackelmann hat aber echt nur Fackeln, der hatte kein Gold. Okay, zurück nach Westen, links rum und dann zum Goldhaufen, der da noch liegt. Den sacken wir dann noch ein. Und dann denke ich mal, werde ich einen Trip machen müssen nach oben zu unserer Rumpelkammer, da das ganze Gold einsacken und dann versuchen, mit dem ganzen Gold zusammen nach Osten. Dann mit dem ganzen Gold versuchen, den Gefangenen freizukaufen. Es ist zwar vielleicht gar nicht so wirklich wichtig, ihn freizukaufen, aber ich bin gespannt, was es uns bringt. Hallo Freund, ich würde gerne tauschen. Tauschen? Jo. Zauberstab. Ne, mit dir haben wir schon getauscht. So. Gib mir Gold. So. 19. Karte.
Gold kann weg. Was ist eigentlich hier östlich? Östlich. Eine Tür. Eine abgeschlossene Tür. Eine aufgeschlossene Tür. Und noch mehr Ex-Menschen. Aber mit dir habe ich bestimmt noch nicht getauscht. Pika. Tauschen. Tauschen. Fisch und Wasser. Ich will kein Fisch und ich will kein Wasser. Ha. Da könnten wir später nochmal erforschen gehen mit unserem Wasserwandeln-Spruch. Wo genau sind wir gerade? Hier. Ha. Also im Gebiet, wo wir eigentlich ausgerüstet sein sollten, ha? Bist du einigermaßen gut? Nee, du bist angeschlagen. Solchen kleinen Kram wollen wir nicht. Oh, nicht ins zischende Wasser. Ha, hier muss doch irgendwo weitergehen. Das ist bisher nur ein Kreislauf. Da unten, also Südwesten. Südwesten. Zisch. Hier. Nö. Zisch, zisch, zisch. Karte? Nö, hier ist nichts. Sehr komisch. Nun laufe ich hier in der Mitte noch ein bisschen rum, um die Karte zu vervollständigen. Machen wir nochmal Licht an. Soll ja auch helfen. Und dann gucken wir mal hier runter. Wo nichts ist. Das glaube ich doch nicht. Ist aber so. Okay. Karte. Wofür ist der ganze Bereich hier? Okay, wir gehen nach Norden, wir gehen nach Westen und gucken, ob hier noch irgendwas ist. Norden. Erst links rein. Das wäre hier. Dich ignorieren wir. Hier ist ein Hochgang, wo wir auch regulär hinkommen. Das ignorieren wir, so gut es geht. Und hier kommen wir auch so hin, ne? Jo. Ja, nö, schade. Das heißt, gucken wir mal ganz aus der Karte durch. Hier könnten wir noch aufdecken, wobei ich nicht sehr viel Hoffnung habe, dass da irgendwas ist. Das wird nur Wasser sein und die Ränder von dem Gebiet. Die Türen hier brauchen wohl alle denselben Schlüssel und den haben wir noch nicht. Vielleicht gibt ja Ogo uns den. Ich laufe jetzt einfach mal zu Ogo zurück, also nach Norden und dann gleich wieder westlich. Also ich laufe zu Ogo zurück, zu seinem Gefängniswärter quasi und drücke ihm so ziemlich alles an Wert in die Hand, was wir dabei haben. Vor allem auch die zwei Edelsteine. Ich hoffe mal, dass die alleine das schon rausreißen werden. Dann noch das gute Kettenhemd dazu und das gute Schwert und mit etwas Glück kriegen wir den Ogo frei. So. Also. Excellent. Serviceable. So, du erstmal weg. Du erstmal weg. Das gute Zeug raus. Das. Serviceable, excellent. Also würden wir jetzt anbieten 19 Goldmünzen, exzellentes Kurzschwert, exzellente Kettenrüstung und 2 Edelsteine. Nimm das. Oh. Was? Dahin. 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 So. Hier. Lalala.
Hier? Nö. Der Typ ist echt unersetzlich. Das Gold lassen wir einfach gleich mal hier. Allgemein können wir fast alles hier von da lassen. Ich werde das jetzt so machen. Karte. Ich laufe jetzt einmal bis da ganz hinten hin, hoch, laufe zu unserer Rumpelkammer, sammle alles an Gold, Anein und anderen ähnlichen wertvollen Gegenständen und laufe dann hier wieder zurück bis zu Urgo. Und das Ganze mache ich off-camera, weil das 10 Minuten einfach nur geradeaus laufen sind. Das heißt, ich spreche jetzt ab und wenn wir uns wiedersehen, bin ich wieder hier in dem Raum und werde dann hoffentlich endlich mit ihm handeln können. Und wenn das nichts wird, also wenn selbst unsere teuersten Sachen ihn nicht umstimmen können, dann werde ich nochmal übersetzen müssen, was genau er sagt. Weil vielleicht will er ja bloß 3 Fische haben und der eine Fisch vorher war nicht genug. Sondern er will 2 oder 3 oder 4 oder was auch immer. Es war ja nur eine Mutmaßung, dass er einfach mehr Warenwert haben will. Aber ja, das müssen wir dann gleich gucken. Erstmal speichern und wir sehen uns dann wieder.